Nach dem Hochfahren des Rechners befindet ihr euch im Anmeldebildschirm. Hier gibt es drei voreingestellte Nutzer, zumindest wenn ihr über Image for Cloning installiert habt. Es gibt LabDo für den Lehrer und Administrator, den Benutzer Student für den normalen Schüler und der Gast braucht kein Passwort, aber alles, was er macht, wird nach der Sitzung automatisch gelöscht oder wieder zurückgesetzt. Dann gibt es hier oben links in der Ecke den sogenannten Hostname. Der sollte in einem Netzwerk eindeutig sein, dass jeder Rechner unterschiedlich heißt. Hier habt ihr Datum und Uhrzeit in dem ausgewählten Sprachformat. Hier ist der sogenannte Desktop, die Benutzeroberfläche auswählbar. Standardmäßig empfehlen wir euch Mate als Desktop oder LXDE von Lubuntu. Beide sind sehr schnell und benötigen wenig Hardwareanforderungen. Dann habt ihr hier die Möglichkeit für behinderte oder sehbehinderte Benutzer eine größere Schrift, einen höheren Kontrast, eine sogenannte Tastatur auf dem Bildschirm oder einen Screenreader zu aktivieren, der euch die Bildschirminhalte vorliest. Hier müsst ihr darauf achten, welche Tastatur ausgewählt ist, wenn ihr euer Passwort eingebt, weil nicht immer das, was ihr tippt, auch das intern verwendete ist. Also hier gerade bei Fremdsprachen bitte darauf achten, dass dort die korrekte Tastatur ausgewählt wurde. Hier habt ihr die Möglichkeit, den Rechner neu zu starten, herunterzufahren oder in einen Ruhemodus zu versetzen und dann seid ihr eigentlich auch schon mit den Anmeldemöglichkeiten durch. In weiteren Videos wird euch dann jetzt erklärt, wie der sogenannte Desktop funktioniert, welche Lernsoftware und Lerninhalte mit aufgespielt wurden.